Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, Colby Covington ist nach seiner kürzlichen Niederlage gegen Kamaru Usman am 6. November bei der UFC 268, die er durch einstimmige Entscheidung verlor, nicht bereit, eine Pause einzulegen. Stattdessen erklärt er sich bereit, gegen jeden zu kämpfen, den ihm die Matchmaker vorsetzen. Der Chaot sagt, die Tür ist offen für einen Kampf gegen Khamzat Chimaev. Im Interview hat er für Chimaev alles übrig, nur nichts Nettes. So bezeichnet er ihn als Witz und nicht mehr. Covingtons Worte, er muss jemanden schlagen, der es wert ist. Jemanden aus den Top 5, jemanden an der Spitze der Rangliste, nicht nur handverlesene Leute. Was hat er schon? 4 UFC-Kämpfe? Er ist ein Witz. Ganz ehrlich, wenn ihr einen Typen wollt, der ihm etwas Zeit aus seinem Leben nimmt und ihn zur Behandlung ins Krankenhaus schickt, dann ist die Tür meinerseits für Chimaev definitiv offen. Natürlich folgten Äußerungen wie, ich würde für den Kampf extra hart trainieren und neue Fähigkeiten zeigen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Das sieht man bei mir in jedem Kampf, ich werde mit jedem Kampf besser, ich füge meinem Spiel neue Ebenen hinzu. Also gegen wen auch immer sie mich als nächstes antreten lassen, sie werden diese neuen Ebenen sehen und jemand wird ernsthaft verletzt. Covington weiß ganz genau, dass Chimaev kein Witz ist. Khamzat Chimaev ist derzeit einer der wenigen Kämpfer, die in aller Munde sind und bei denen die Erwartungen sehr hoch liegen, dass eine lange Winning Streak der Fall sein wird und weiteres darüber hinaus. Auch der König der Referees, John McCarthy, glaubt, dass Colby Covington unterschätzt, wie gut Khamzat Chimaev ist. McCarthy sagt hierzu, ich weiß, dass Chimaev ein deutlich besserer Striker als Covington ist. Ich glaube, Colby setzt sehr viel auf seine Cardio, die besser ist, als die von Khamzat sein könnte. Das ist das, was meiner Meinung nach Colby im Sinn haben könnte, nämlich ihn mit seiner Cardio unter Druck zu setzen. Selbst wenn er das schaffen sollte, wird es für Covington extrem schwierig werden, überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Chimaev ist keiner, bei dem man sich hinsetzen und sagen kann, das ist eine gute Idee, ich erwische ihn einfach, während er in der Position ist, hoffe darauf, dass er keine Ahnung hat, was er tun soll, einfach nicht klug ist oder nicht den gleichen Kampf-IQ mitbringt wie ich. Eine Denkweise wie diese kann gegen jemanden wie Chimaev einfach nicht klappen. Äußerungen wie diese sind also nichts weiter als Versuche, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie kann jemand bitte mit folgenden Leistungen ein Witz sein? 10 professionelle Siege im Mixed Martial Arts, 6 davon durch Knockout und 4 durch Submission gewonnen. Chimaevs Kämpfer ging nie über die volle Distanz. Er hat alle 10 Siege in der ersten oder zweiten Runde beendet. Der letzte war gegen Li Qingliang bei der UFC 267 am 30. Oktober. In Runde 1 bei 3 Minuten und 16 Sekunden durch Rear Naked Choke endete der Kampf. Amateurrekord, 3 Siege, davon 1 durch Knockout, 2 durch Submission, 24 Siege Freestyle Wrestling. Zudem erreichte Chimaev bei der Swedish Wrestling Federation 6-mal Gold. Chimaev wäre nicht Chimaev, wenn er nicht aggressiv geantwortet hätte. So schreibt der Covington via Twitter. Du repräsentierst nicht die USA, ich repräsentiere die USA, du repräsentierst Feigheit, ruf die Bullen, ich komm zu dir, los geht's, Bitch, kämpf mit mir. Covington spricht nichts aus, aber auch rein gar nichts, was nicht offensichtlich wäre, nämlich dass Chimaev bisher nur 4 UFC-Kämpfe hatte, aber aussagend über die Gefährlichkeit und die Skills ist es überhaupt nicht. Covington hat nur im Punkt der Kampfstatistik recht, die er mit 19 Kämpfen, 16 Siegen und 3 Niederlagen führt. Es ist auch erwähnenswert, dass Khamzat Chimaev in 2 Gewichtsklassen Erfahrungen vorzuweisen hat. Und zwar zusätzlich zum Welterweight, das Middleweight. Sollte Chimaev, und ja, ich bin mir fucking sicher, noch ein paar Kämpfe gewinnen, kommt es definitiv zum Kampf gegen Covington. Und Covington sollte sich jetzt schon warm anziehen. Für Covington sehe ich eine Niederlage und eine krachende Niederlage, wenn er seine Einschätzung betreffend Chimaev auf diesem Weg so weiterführt und vieles aufgrund seiner längeren UFC-Laufbahn abhängig macht. Chimaev wird nicht grundlos von allen Seiten gefeiert, Leute. Die Spannung ist bereits jetzt schon vorhanden und eine Prediction habe ich auch. Dazu aber beim nächsten Mal mehr. So, meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.